Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Heute zu Gast Franz Brückner. 38 Jahre Bewährungshelfer, nicht 37. Und der Mann, der Hubi und mich zusammengebracht hat, wir waren beide deine Probanden. Du hast gesehen, die zwei Verrückten gehören zusammen. Darauf ist das hier alles gewachsen und ich bin froh, dich heute mein Freund nennen zu können. Also das ist ja auch, also das ist eine Menge, ne? Was hier da zusammenkommt, was hier an Expertise, was hier an Erfahrung auf der Couch heute sitzt. Und ihr habt eure Fragen gestellt im Verhör. Bist du bereit fürs Verhör? Ich habe meine Lampe vergessen. Wo ist meine Lampe? Hier, bereit fürs Verhör? Wenn du mich nicht ausblendest, okay, da gut. Gut, hier, also gut. Los geht's mit der ersten Frage. Ist dir klar, dass alles, was du sagst, kann und wird von Hatern gegen dich verwendet? Von Hellsehern? Nein. Siehst du, muss ich ja verstehen. Ist, ich höre nur schlecht. Pass auf, es ist ein Begriff im Internet. Hater sind Leute, die, egal was du sagst, sagen die, du streichelst einen Welpen und die sagen, so darf man doch keinen Welpen streicheln. Das ist ein Hater. Hätte ich ja meinen Sohn mitbringen müssen. Das war also das sagt immer, der Papa macht alles falsch. Was, die streichen alles, da muss man ist langsam. Ist egal. Die sind gegen alles, oder was? Die sind was immer gegen alles, gegen was ich sage. Genau, egal was wir sagen, die sagen, so ist es nicht. Das ist ja interessant auch, ja. Sowas gibt's, das ist eine richtige Beschäftigung im Internet. Aber den geben wir jetzt gar nicht mal so viel Raum. Die zweite Frage, hast du irgendwas in den Taschen, woran ich mich verletzen könnte? Tatsächlich überhaupt nicht, nein, nicht mal Geld. Ja, hervorragend. Geld bricht die meisten Herzen. Dann die dritte Frage, wo warst du letzten Dienstagabend? Am letzten Dienstagabend, da kam meine Frau erst um 18.30 Uhr nach Haus. Da war aber noch nicht Abend gewesen. Ja. Doch, das ist sehr präzise Angaben. Die meisten Leute wissen es nicht mal, wenn am Mittwoch. Ja, das weiß ich schon eben. Da du genau, weißt und dann weiß ich dann, dass ich auch zu Hause war. Ja. Okay, also kann deine Frau, kann dir doch bezeugen. Ja, ne? Kann dir bezeugen, okay. Genau, ja. Dann kommen wir jetzt zu den Community-Fragen, eure Fragen und vielen Dank nochmal, ey, so viele Leute haben mitgemacht, ich konnte einfach nur ein paar jetzt ausgewählt. Also, Pseudemart fragt, wird man als Bewährungshelfer eher als Freund und Helfer gesehen oder als Feind von den Probanden? Das ist eigentlich eine Frage an die einzelnen Leute, eigentlich an das Individuum. Für mich, ich habe es eigentlich eher so gesehen als, ja, als Freund. Gut. Avis 21. Würdest du dir bei einigen Straftätern wünschen, dass sie nicht auf Bewährung draußen sind? Das ist so allgemein gefasst. Mhm. Da kann ich nicht allgemein sagen, da müsste ich drauf gucken. Ganz speziell. Immer individuell drauf schauen. Aber grundsätzlich, es kann ein Fall geben. Das kann durchaus ein Fall geben. Aber das ist halt so theoretisch. Dann gibt's da aber, kann man alles antworten. Ja und nein. Drauf schauen. Kann es geben. Ist aber gibst auch trotzdem dein Bestes. Oder? Wenn er da ist. Also wenn er da ist, ist er da. Und dann unterhalten wir uns über Gott und die Welt. Nein, ist so. Miriam Heck fragt, und das ist eine interessante Frage. Ich glaube, also sie hat mich getroffen. Sie studiert soziale Arbeit und möchte ein Praktikum machen, selbst. Miriam, ich gehe davon aus, dass ein Mädchen ist. Und sie fragt, wie verschaffst du dir Respekt? Die habe ich schon von vornherein. Mhm. Ich sitze ja da. Vom Start her, ich habe eigentlich schon Respekt, indem ich Bewährungshelfer bin. Es kommt jemand zu mir, der eigentlich nicht unbedingt zu mir kommen wollte, da er weiß, er hat wahrscheinlich was angestellt, eigentlich immer, und muss auch zu mir kommen. Und das ist eine Respektsperson ja eigentlich schon. Also das ist eigentlich gegeben. Wenn ich nicht gerade die Füße auf den Tisch lege und einen Kasten Bier vor mir stehen habe, dann könnte ich da den Respekt abschaffen. Das klingt, als gäbe es eine Geschichte, dass es mal jemand, dass es einen Kollegen gab, der Flaschen Bier und Füße auf den Tisch. Klang jetzt irgendwie kurz so. Aber ich möchte was dazu sagen. Und zwar, mich stört diese Frage. Warum? Ich bin auf der anderen Seite. Deine Antwort jetzt war super. Aber die Frage, die Intention hinter dieser Frage. Ich fühle mich, Miriam, an dich, wenn du diese Frage stellst, einem Bewährungshelfer mit Erfahrung, fühle ich mich, als wäre ich ein Gorilla. Fühle ich mich, als wäre ich ein Bär.
fühle ich mich, als wäre ich ein gefährliches Tier. Weil das sagt man, da musst du dir Respekt verschaffen, sonst nimmt dich der Affe nicht wahr. Und das tut mir weh. Weil das ist auch immer das, was die Leute denken, ja, du musst in den Knast und dann musst du dir Respekt. Nein, sei einfach, wie du bist. Es gibt keinen Grund, dass du dir Respekt vor mir verschaffen musst. Damit, weißt du, was ich meine? Ja, umgekehrt. Du gehst jetzt von dir aus, als Proband. Dann. Ja, als Proband. Ja, mich stört der Gedanke ja, schon, dass sie... Ja, jetzt aus vom Bewährungsherr. Genau, denn du hast das... Aber dass sie sich diese Frage überhaupt schon stellt, das heißt ja, sie denkt, sie braucht, um sich durchsetzen zu können, braucht sie Respekt, sonst wird sie rum. Brauchst du keine Angst zu haben. Umgekehrt, so. Da fällt mir auch einer, der ist bestimmt so groß wie du, der kam auch da... eben die Tür nicht herein. Bist du hereingekommen, ohne den Kopf einzuziehen? Ich komm schon irgendwie. Also der kam, stand da auch wieder dicke. Ich komme nicht durch die Tür. Ja, dass er so der Große ist, das habe ich ihm immer mal erzählt, dann haben wir drüber gelacht auch später. Ja, weil er natürlich den Großen da gespielt hat, den Dicken erstmal. Und ich finde, Miriam, sei einfach wie du bist, dann wird es schon passen halt. Ja? Und nicht denken, dass du hier mit... ich habe mal einen Bericht gesehen, da haben sie... über Jugendliche auch geredet, als wären das Affen. So im Sinne von, wie gehe ich mit einem jugendlichen Intensivtäter zu? Dann, ja, erstmal sehen Sie ihm nicht zu lange in die Augen, weil der nimmt es als Provokation. Dann erheben Sie nicht Ihre Stimme, sonst könnte er den Ding verlieren und so. Diese, weißt du, so als... Das wird alles unnatürlich dann, ja. Das ist also wirklich... Miriam, du hast hier nicht mit Monstern zu tun. Ja, du musst nicht... Du musst ihnen keine Angst machen. Du sei wie du bist, das wird passen. Machen wir weiter. Ich habe gesagt, ich rede mit weniger. Klappt dir schon mal vorhin. Lena Lisches 1009, liebe Grüße übrigens, die saß auch schon hier auf der Couch, fragt, hast du schon mal Angst gehabt vor einem Klienten oder hast du das vielleicht bei Kollegen mitbekommen? Eine Situation in den ganzen 38 oder 39 Jahren gab es von jemand, der war eben frustriert. Der kam aus Wittlich, auch ein junger Mann, dem haben wir ein Alibi verschafft, in Anführungszeichen, wo er herkam. Wo kam er her? Eben nicht aus dem Knast, sondern er war auf einer Weltreise. Ach, gut, dadurch ist er wohl untergekommen, als hat er einen Wohnraum bekommen. Okay, nach der Weltreise, der Mann von Welt. Aber er hat halt wieder so weitergemacht wie vorher. Scheiß Drogenkram und kein Land gesehen, weil er Scheiße gebaut hat, kann man da nur sagen. Und die Unzufriedenheit kam aus ihm einfach heraus. Auch der, wo ich vorhin schon mal in einer anderen Situation erzählt hatte, ein Polizeichef, war da verärgert und das hat schon viel gebraucht. Ja. Der hat halt auch Drogen verteilt wieder. Mhm. Und irgendwann einmal stand er bei mir vor dem Schreibtisch. Aber das war so ein riesen Schreibtisch auch. Und da habe ich ihn gefragt, was willst du denn jetzt machen? Willst du den Schreibtisch da hochheben oder was? Ja, und so. Mhm. Naja, da hat er sich wieder hingesetzt und wir sind auch sitzen geblieben. Ja. Okay. Das war, aber Angst war da auch nicht vorhanden, weil das verständlich war in der Situation, was bei ihm hochkam, der ganze Frust. Den konnte er mal rauslassen. Zum Glück musste er den Schreibtisch, hätte er auch nicht gepackt. Ja. Du bist so an der Richtung, du warst so richtig in deinem Beruf, echt. Und ich habe viele erlebt und es sind leider nicht alle so, echt. Schaut euch was ab von diesem Mann, wirklich, wenn ihr in dem Job seid. Markus-Feitz fragt, waren Hubi und Max schwierige Klienten? Dich habe ich ja leider nicht kennengelernt. Ja, doch, ein bisschen hast du mich schon als kennengelernt. Als Proband. Ja, aber du wusstest, wer ich bin. Aber wenig. Aber meine Akte wenig leider. Deine Akte habe ich gar nicht gekannt. Ja, aber du hast ja die Briefe durchgehabt, also hast ja ihre Stellungnahme und so. Nur, nein, die habe ich nicht gehabt. Nein, schon, die war ja, mir sehr du warst ja nur, ich war ja nur als Vertreter zweimal zuständig. Und da haben wir uns angenehm unterhalten. Wie gesagt, nicht über Fußball. Mein ganzes Leben verändert. In zwei Minuten mein ganzes Leben verändert. War schön gewesen, ja, wunderbar. Da war das also angenehm. Und der Hubi, gestandener Mann. Also er wusste ja schon, der hat ja auch eine Therapie hinter sich. Nicht in jeder Situation wäre er angenehm gewesen. 20 Jahre vorher wahrscheinlich, wenn er dann auf mich zugekommen wäre und macht weiter seine Geschäfte, dann kann man ja nicht ehrlich sein. Das ist ja ein Problem. Ja. Aber in der Situation hat es natürlich gepasst. Nochmal ganz kurz wirklich, du hast, also was du auch noch gemacht hast, was wir im Interview nicht gesagt haben, du warst damals, also du warst nicht nur interessiert, also meine Bewährungshelferin hat das Buch, das ich ihr schenken wollte, nicht angenommen. Brauchst du nicht.
Warum? Brauchst du nicht. Lass jetzt die Geschichte weg, aber das Buch, das fertige Buch, das ich geschrieben habe, das ich hier mitgebracht habe, das ich hier signiert habe, das habe ich heute noch hier, weil sie es nicht wollte. Du hingegen bist lange bevor irgendwie, du bist auf eine Lesung von mir gekommen. Du bist einfach, hast gesagt, es war meine erste Lesung damals in Mainz, weil ich war super aufgeregt und dann plötzlich bist du da. Ich war ja auch eingeladen. Ja, aber der Unterschied. Okay, war der angenehm und der laute, netten Menschen. War sehr, sehr schöne Atmosphäre. Danke, dass Spaß du damals da warst. Ubi, danke, dass Peter. Du damals da warst. Hat mir sehr viel bedeutet. Ilpoter Quoy. Interessanter Name. Ja. Sieht man jemanden an, ob der den Übergang vom Knast zum normalen Leben schafft oder ob der scheitert? Ich sehe das nicht. Okay. Manch einer glaubt es zu sehen. Glaube ich nicht, dass er es sieht. Aber vielleicht mag es den einen oder anderen geben. Vielleicht eher unter Gleichgesinnten, in Anführungszeichen. Mhm. Vielleicht eher unter Knackis. Dass man da mal sagen kann, da habe ich das Gefühl schon, das war mir klar, der packt es nicht. Ich glaube, ich habe ein gutes Auge. Ich glaube, ich habe ein gutes Auge so, und dann ist es nur eine Frage der Zeit, wie schnell die Ermittlungsbehörden sind. So. Ist eigentlich schon klar, aber ich habe da auch weniger dann darauf geachtet. Man hat es ja versucht, mit den Leuten zu arbeiten. Zum Teil wusste ich im Hintergrund, da laufen Ermittlungen. Das wusste sogar der im Nachhinein. Sogar, dass ich irgendwas weiterleiten musste an die Polizei, weil das ein ehemaliger mir mitgeteilt hat. Aber das ging eben trotzdem, habe ich versucht, mit ihm auch weiterzuarbeiten. Auch auf einer freundschaftlichen Basis. Ganz am Schluss haben wir darüber mal gesprochen und da erfuhr ich, dass der das herausgekriegt hat. Aber auch nicht übergenommen hat. Nee, das war ja. Das ist im Spiel. Er hat ja genau gesehen, derjenige, der ihn verraten hat, in Anführungszeichen, der ist ja, der hat das mir mitgeteilt. Wenn ich das damals nicht weitergeleitet hätte, hätte das später die Polizei und damit die Staatsanwaltschaft erfahren. Und in dem Moment bin ich ja verpflichtet. Es ging ja um größere Handel auch. Also war nicht so locker zu sehen. Ne? Marc Drindl sagt, danke für deine Arbeit. Mehr sagt er nicht. Dann sage ich danke für deine Antwort. Ja. X-Whiteline fragt, warst du schon mal von einem Klienten so enttäuscht, dass du ihm nicht mehr helfen wolltest? Nein, das gibt's nicht. Das war ja dann auch nur eine Situation gewesen. Vielleicht hat man sich mal geärgert. Wenn ich länger nachdenke, finde ich da irgendwas. Enttäuscht kann man nicht sagen. Warum? Das macht er ja nicht für mich. Ich kann nicht enttäuscht sein. Also von ihm, wenn er was angestellt hat. Gar nicht? Naja, habe ich nicht. Da ist das. Das ist bei ihm dann, da muss man wieder genau drauf schauen. Was hat er denn jetzt Schlechtes gemacht? Was hat er sich angetan damit, indem er so weitergemacht hat? Was hat er sich angetan? Versteht ihr, Leute, wie sein Kopf funktioniert? Hammer! Tomcheck-99 fragt, wegen was werden die meisten rückfällig? Da kannst du jetzt auch nur so eine Schätzung von deinen Fällen. Was ist das, wo es am meisten scheitert? Ja, die Suchtproblematik. Suchtproblematik. Das ist ganz klar die Suchtproblematik in erster Linie. Und dann im Zusammenhang Eigentumsdelikte. In der Richtung geht ja meistens dann einher. XXFlo29XX. Was war der dümmste Bewährungswiderruf, den du je hattest? Ja, das müssen wir dann überlegen. Der dümmste. Was ist überhaupt dumm? Hä? Mir fällt, aber der war auch nicht dumm. Jemand, der die Bewährung noch bekommen hat, der hat 6 Wochen Bewährung bekommen auf 5 Jahre. Okay. Das ist ja nicht dumm, aber. Da habe ich mir erstmal gedacht, Mensch, was, jetzt muss der noch 5 Jahre zu mir kommen. Wegen 6 Wochen. Das ist doch eigentlich dumm oder Schwachsinn. Mhm. Dann kommt der Mann her, sicher einfach strukturierter Mann mittleren Alters und war ganz stolz. Hat er doch die Bewährung, hat er noch gekriegt. Wunderbar. Ja, und der war zufrieden mit den 6 Wochen. Und hat dann 5 Jahre lang die Bewährung. Und 5 Jahre hat er auch da überstanden. Aber hat es überstanden wenigstens, na gut. Aber ich sollte ja nochmal überlegen, in der anderen Richtung, der dümmste. Dümmste Widerruf. War der dumm? Oder war der klug? Das ist ein, okay. Ja, ich kann was erzählen. Es liegt oft nah beieinander, dann sag als ja, erzählen. Ja, das liegt beieinander, ja. Das läuft ja noch. Ja, läuft. Erzähl. Okay. Ja, dumm in Anführungszeichen.
von dem Mann, kräftiger Mann, Gerüstbauer, der hat was drauf gehabt, der wollte den Widerruf. Also er hat wahrscheinlich auch nur, sagen wir mal, 2-3 Monate noch offen gehabt. Der ist dann zu mir gekommen und wollte in den Knast. Okay. Und warum? Die Frau hat ihn wieder geschlagen. Aber mit dem Welljeholz dort. Okay. Also Welljeholz sagt man hier in Mainz da. Das ist Kuhnholz. Ja, okay. Damit hat ihn gehauen. Da hat ihn geschlagen. Der schlägt keine Frau. Ja. Oh, okay. Also. Ich werde so. Und der ist mit mir rübergegangen dann. Also ich habe erst hingeschrieben, dass er da gegen die Auflagen verstößt jetzt. Hat er mir einfach gesagt? Das hat er, klar, allein da kriegst du immer noch keinen Widerruf. Ja. Dann gibt es noch eine Anhörung. Ja. Und dann sind wir rübergegangen zu dem Richter. Wer das jetzt war, wäre auch nochmal interessant, egal. Sind wir rübergegangen und da musste er dann unterschreiben, dass er gegen die jetzigen Auflagen und alle möglichen, die es noch geben würde, verstößt. Hat er sofort gemacht. Ist er sitzen geblieben. Was wollen Sie denn jetzt noch? Ja. Verhaftet werden. Gehen Sie jetzt! Okay, das ist. Okay, jetzt gehen Sie! Eigentlich ist es jetzt. Also es kam natürlich zum Widerruf dann, ja. Und ich glaube auch zu keiner weiteren Körperverletzung mehr. Okay. Also gegen ihn dann. Aber irgendwann zum Widerruf. Also eigentlich ist es ja traurig, aber es ist auf jeden Fall. Ja. Es ist auch nicht der dümmste, aber es ist auf jeden Fall gut. Ja. Das ist eine gute Geschichte. Ja, ja, der ist stark. Ich werde gegen alle Auflagen verstoßen. Ja. Gecko.zj. Musst du nicht beantworten, aber kannst du. Hast du schon mal einen Schützling gedeckt, obwohl er gegen Auflagen verstoßen hat? Obwohl er gegen Auflagen verstoßen hat. Ich weiß nur, dass ich bei einer Verhandlung mal dabei war. Und die Bewährung ist wunderbar gelaufen. Und der Mann, der hat mir mal hat mir wohl erzählt, oder es könnte sein, dass er mir das erzählt hat, dass er das gemacht hat. Es war nicht so gravierendes, ob er jemand was geklaut hat, ja, in der Richtung. Ja, aber ich muss ja auch nur aussagen über die Führung, wie die Führung war. Und die war auch gut gewesen. Ja. Gut, am Schluss habe ich dem Richter noch gesagt, ich kann natürlich das nicht sagen, ob er das gemacht hat oder nicht. Ja, cool. Hat er gesagt, da haben Sie recht. Ja. Und der hat sich sehr gut weiter auch entwickelt. Seine Frau ist dann früh gestorben. Aber es hat gepasst dann. Und dass er mir das dann so ehrlich gesagt hat, ja, okay, aber es muss ja auch nicht stimmen. Vielleicht. Ja, kann er auch. Ja, okay. Er hat es ja vielleicht gar nicht gemacht. Ich wollte nur prahlen. Ja, also, ja, das haben wir auch noch in Erinnerung. Cool. Antoine Mantoine fragt, fühlt es sich für dich wie eine Niederlage an, wenn gute Klienten, also gute, hat sie in Anführungszeichen geschrieben, oder er, doch noch in Haft müssen? Ja, es tut einem manchmal schon leid, dann, wenn jemand da wegen einer Geringfügigkeit dann doch noch reinkommt, wobei mir jetzt direkt das Beispiel nicht einfällt, aber da gibt es bestimmt wenige dann auch noch. Ja. Ja, fehlt jetzt genau das Beispiel, dann könnte ich das noch aber es mit ist, Emotionen. Aber es schildern. Ist, ich denke, weil die Frage ist ja so ein bisschen, sieht man, weil du hast ja schon gesagt, du sagst ja, es ist nicht dein, ne, es ist sein Leben, so. Aber das zeigt dir ja was über dich aus, weil es sagt ja so, wie jetzt, wenn jetzt, was weiß ich, ein Schreiner sagt, hey, der Schrank, der soll schön gerade stehen und der soll gut die Türen aufgehen und dann am Ende bricht er zusammen, der Schrank, so. Dann denkst du, ja, das ist jetzt nicht gut gelaufen, das ist wie eine Niederlage, so, ne, das ist mein Projekt hat nicht geklappt. Wobei, dann hat er den Schrank auch schlecht aufgebaut, ja, aber in dem Fall ja, okay. War wohl die Frage, hat er ihn gut aufgebaut? Ja, ja, und er ist trotzdem, irgendwas... Ja, ja, genau, der fällt um, weil der andere ihn dann... Ja, war, ja, das andere... Fällt mir jetzt gerade nicht ein als Beispiel, was es war. Kommt mir irgendjemand noch? Aber da war noch jemand, der hat sich auch gut entwickelt, auch mit Drogengeschichten. War dann doch noch im Knast gelandet, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Der kam danach wieder, als er die letzten Monate auf Bewährung bekommen hat. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber war eigentlich schade, weil er auch in einer guten Phase war. Mhm. Aber was er dann gemacht hat, ich krieg's nicht aber zusammen. Es gibt ich habe aber in dem Moment dann schon gedacht, eigentlich jetzt Mist. Hm. Warum hat er da... Sicher, genau, er hat Kleinigkeiten falsch gemacht an dem Schrank. Er hat sich dann
nicht mehr gemeldet und auch was mal geschildert, wo die, ja, mir was gefehlt hat, was ich noch mitteilen konnte. Ja. Aber er hat es dann nachher auch eingesehen, ja, dass das so war. Ja. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Die eine ist von Riot Lola. Kuss geht raus. Schönste Frau Düsseldorfs, ey. Tipps für Klienten oder eben Probanden bei dir, wie sie mit Zurückweisung aufgrund ihrer Geschichte umgehen können. Riot Lola ist selbst Sozialpädagogin, die arbeitet also mit denen, ne? Und die erlebt es ja oft, wenn dann beim Vorstellungsgespräch oder irgendwo halt einfach abgewiesen wirst aufgrund deiner Geschichte. Hast du da Tipps für die Probanden? Sicher kommt es darauf an, wo man zurückgewiesen wird und wo es um was geht, welche Geschichte, wo muss er das erzählen, was er angestellt hat. Jeder hat dort so viel positive Sachen, was er erzählen kann. Muss ich eigentlich nicht von mir anfangen. Mein erster Job war bei, wie hieß das noch, war glaube der Wertkauf, kennt niemand mehr von den Zuhörern. Jedenfalls ein Großhandel. Da habe ich mit 15 angefangen. Irgendwas in der Gastronomie arbeiten, war egal, man hat Geld verdient. Vorstellungsgespräch, keine Ahnung, was das ist, gehe ich halt hin zum Chef und der hat mich gefragt, da den jungen Burschen, haben Sie schon mal gearbeitet? Ja, was haben Sie denn gemacht? Bäume gefällt. Habe ich auch gemacht beim Opa im Garten. Ja, zufällig das Richtige gesagt. Und da muss es gar kein Zufall sein. Die haben so vieles Gutes drauf, was sie erzählen können, weil je nachdem, welches Vorstellungsgespräch, dann erzähl das doch. Da musst du nicht erzählen, ich habe das geklaut gerade. Also, oder weil, ja, ich verstehe. Also es sind viele positive Dinge, die man erstmal erzählt in einem Gespräch oder wenn jemand, von wo kommen dann die Vorurteile? Man muss auch nicht provozieren, wenn erstmal was kommt, wenn ein Ausländer provoziert wird oder umgekehrt, kann man doch das Gespräch auch was anderes führen. Auch also wieder gleich beim Fußball, dann machen wir, spielen wir, spielst du Fußball oder was? Spielen wir zusammen in der Mannschaft? Also etwas umgehen und später kann man das nochmal erörtern. Also wirklich auch vielleicht das in dem Moment gar nicht mal an dich ranlassen, so diese Zurückweisung, sondern wirklich auf das konzentrieren, wo du gut drin bist, was du kannst und vielleicht auch das Gespräch in eine andere Richtung lenken dann einfach. Erstmal lenken, wenn es von der anderen Seite versucht wird, so drauf zu gehen, erstmal hier, ich bin das, so und so alt bin ich, das habe ich gemacht, was das Positive schildern, das ist das gute Recht da, da fällt jedem auf einmal doch so viel ein sogar. Ach, finde ich schön. Und dann kann man ja, okay, das Negative, das hat doch jeder. Finde ich schön. Jetzt haben wir noch die letzte Frage, die ist bei uns immer, die stelle ich dir diesmal, kommt also von Maximilian Pollux. Was würdest du deinem 14-jährigen Ich sagen? Es muss nicht das 14-jährige sein, es kann auch das 18-jährige Ich sein. Nimm das Ich, oder ein bisschen älter, nimm ein Ich, bei dem es in der Vergangenheit das gerade ein bisschen Probleme hatte, das sich gerade nicht so leicht getan hat, wo du weißt, da warst du selber ein bisschen verloren. Erzähl uns kurz das Alter, wann das war und was würdest du dir da sagen? Wie es bei mir war jetzt. Ja, verloren war ich auch schon. Auf dem Gymnasium habe ich nicht zu den Besten gehört. Da gab es auch eine Wiederholung von der Klasse. Da war man lange Zeit, musste ich im negativen Sinne, ich habe nicht dazugehört eigentlich dann. Und das hat gedauert bis zu der Wiederholung. Da auf einmal habe ich dann auch umdenken gelernt. Da hat das geklappt, auch über Fußballspielen, über bessere Kontakte. Und was würdest du dem Jungen sagen, der da gerade verloren war, so in dem Moment, wo er durchgefallen ist? Er sollte schon aufpassen, dass er nicht da in der Schiene weiter abgleitet. Er muss sich an was packen, er muss schauen, was kann er gut. Und nicht den Klassenkasper spielen. Das geht abwärts, da geht es mit Drogen los, mit Alkohol. Das kann die Lösung sein, natürlich die falsche. In dem Moment ist es gut. Da hast du dann die Anerkennung. Auch klar, da konnte ich das gerade so umgehen. Ich hatte viele Freunde, gute Freunde. Die meisten haben Drogen genommen, auch noch als ich schon Anerkennung hatte.
Also die Anerkennung ist natürlich die Gefahr, ja, dass du das mit Alkohol oder mit Drogen übertreibst. Da war gut bei mir. Ich hatte auch etwas Angst. Das hat mir geholfen. Auf die Angst sollst du achten vielleicht, wenn du von Drogen doch Angst hast. Das ist ja das Normale, die Angst, nicht die übertriebene Angst. Das hat mir geholfen, keine illegalen Drogen zu nehmen. Okay. Nur mal dran, wir haben ein bisschen gezogen. Aber dadurch bin ich dann auch nicht permanent mit den Kreisen unterwegs gewesen und habe lieber ein bisschen Fußball gespielt. Also die Gefahr natürlich schon, dass das hätte auch in die andere Richtung ganz schlimm gehen. Ich glaube, deswegen verstehst du auch deine Probanden so gut und deswegen haben wir auch alle so ein Draht zu dir. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass sowohl Hubi als auch ich und bestimmt viele andere, aber jetzt ich kenne halt jetzt einen Hubi oder einen Peter kenne ich auch und wir alle drei in dich auf dich größte Stücke halten. Das ist ja kein Zufall. Das ist ja nichts, kommt ja nicht von nichts. Also toller Mann, mehr als ein Bewährungshelfer, auch ein toller Mann. Muss ich sagen. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Einblick geben können. Vielen Dank, dass du dich dem Verhör gestellt hast. Hat ein bisschen gedauert, bis wir den Termin hingekriegt haben. So, was lag an mir? Ich habe dann Corona bekommen. Nee, du, die Caro war dann krank. Hat kein Corona gehabt, aber war krank. Ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, wenn es noch mehr Fragen gibt. Gerne. Bis jetzt erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, eine Inspiration vielleicht auch für Leute, die diesen Job gerne machen wollen. Ein bisschen was mitnehmen können. Und damit verabschieden wir uns. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Abonniert den Kanal. Vielen Dank an alle, die Patreon uns supporten. Vielen Dank für alle, die in der Gang sind. Das war's für heute. Ich bin raus. Danke.